Willkommen beim BTL-Podcast. Du hörst die Serie Galater. Entscheid dich täglich für Freiheit. Das ist Teil 4. Söhne versus Sklaven. Guten Morgen miteinander. So schön, endlich da sein. So gut. Ich muss in Wettigen ziehen, hier rein wohnen, in Wettigen, dass du mich einladest. Michael. ich wohne seit einem Jahr hier in Wettigen. Seit November letztes Jahr, seit Oktober letztes Jahr bin ich geheiratet. Und dann habe ich angefangen, in der FEG bei der Wettigen zu arbeiten. Und ein Grund, wieso ich da bin, ist seine Schuld. Und zwar, wir haben miteinander austauscht. Ich habe Michael allererst mal, ich glaube, er war einer der Ersten gewesen, nach unserem Pastor in Wiefeld, der Thurgau. Die haben gesagt, Michael, es ist so, ich mache mir Gedanken, soll ich kommen oder nicht. Was denkst du? Ich bin ein geborener Finkschler. Und ich weiss, eine Woche später, ein paar Wochen später, Michael hat mir geschrieben und gesagt, Reina, ich habe lange für dich gebetet und ich habe einen Eindruck, du sollst haben. Und einfach, dass ein Pastor von einer anderen Gemeinde für mich betet, nur das, nur die Gedanken. Ich sagte, Michael, wieso hast du für mich gebetet? Ich sagte, du, ich glaube, du sollst wirklich kommen. Gott wird eine Änderung machen, auch in FEG, in Baden-Wettigen. Und nur das, weißt du, normalerweise ist immer Konkurrenz. Normalerweise ist es so, dass in so einem kleinen Dorf sagst du, ach, die wachsen, die machen besser, mir so. Und ich freue mich auf den Geist in Bethel, auf die Gedanken in dieser Gemeinde, auf die Einheit, die wir haben. Und ich freue mich auch, dass Michael der Allianz-Leader ist, weil ich glaube, er wird unsere Gemeinde mehr in Einheit führen. Wir beten für euch als Gemeinde, dass ihr könnt mehr Wachstum, Gottes Geist und Freiheit im Bethel erleben. Und ich weiß, dass ihr betet auch für uns. Dass wir miteinander wachsen. Genau, ich komme aus dem Iran. Der ursprüngliche Gemeinde von Simon und Sarah. Yeah. Liebe Grüße von euren Eltern. Habe ich sie gestern gesehen. Und gestern war noch ein Fest in Wiefelden. Und der Pastor von Wiel, hilf mir. Ruidi, genau, der. Er hat euch lieben Gruß gesagt. Er war vor vielen Jahren der Pastor, gewesen, etwa 8 Jahre in dieser Gemeinde Pastor. Gewesen. Und gesagt, Brina, du hast unbedingt die Gemeinde von mir begrüßen. Aber es sind auch viele andere Pastoren gewesen. Ich bin so schlecht mit Namen. Also lieben Gruß von den ganzen Wiefelder Pastoren und auch von Wiel. Und es freut mich, ich habe in dieser Predigtserie Sonne oder Sklave predigen. Während der Vorbereitung für der Predigt hat mich so tief und emotionell getroffen. Ich habe während der Predigt gemerkt, bin ich eine Tochter Gottes oder bin ich noch Sklave, Sklavin? Bin ich wirklich eine Tochter oder lebe ich noch als Sklave? Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich lebe immer noch als Sklave und nicht nur als Tochter. Und ich glaube, während der Predigt, 98% von uns in dieser Gemeinde würden sagen, wir leben als Sklave und nicht ganz als Tochter und Sohn Gottes. Und ich hoffe, dass beim Ende der Predigt wir uns Entscheidung treffen, ich will nicht als Sklave leben, ich will Sohn und Tochter mächtiger Gott sein. Ich habe eine Bibelstelle bekommen vom Galaterbrief, Kapitel 4, Kapitel 3, ab 29 bis 4, 11. Aber ich lese von Vers 1 bis Vers 7 von der Galaterbrief. Allerdings weise ich auch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormundern
unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhänder verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genau so war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen, und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit davor gekommen war, sandete Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Sohnen und Tochter Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nur also seine Sohn und Tochter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Lass miteinander beten. Himmlischer Vater, danke vielmals, dass wir nicht unter Gesetz leben, unter Regeln, mit unseren eigenen Versuchen verdienen. Danke, dass wir deine Gnade gratis nehmen können. Danke, dass wir als deine Tochter und Sohn auf der Erde leben können. Und danke, dass wir jetzt, heute, Erbe von dem himmlischen Reich sein. Jetzt, heute. Und das vollkommen in unserem Leben brauchen. Ich bitte, dass du uns offenbaren, was heisst wirklich deine Sohn und deine Tochter sein. Was heisst wirklich in dem himmlischen Reich zu leben mit dir. Ich bitte, dass du unsere Gedanken, unser Herz, unsere Ohren öffnen, deine Worte verstehen, zu hören und auch in unser Herz hineinlassen. Amen. Fast alle Entscheidungen, die wir im Leben treffen, von morgen bis zum Abend, es ist basiert auf das, wie ich mich selber sehe. Was für einen Wert gebe ich mich selber? Was denke ich über mein Leben? Wie ich mich sehe, führt meine Entscheidungen führen. Ich treffe Entscheidungen auf meinem Selbstwert. Und deshalb wird Gott, dass wir uns so sehen, wie er uns sieht. Dass wir uns so leben, wie Gott uns berufen und bestimmt hat. Dass wir das hören können, was Gott hat über mein Leben gesagt. Dass meine Identität wird nicht meine eigene auf der Erde, sondern Identität, was Gott hat mir gegeben. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich als Sohn und Tochter Gottes lebe und nicht als Sklave. Jetzt in Religion, ich habe alle Predigten von Michael gehört, an dem Galaterbrief, und ich weiß, er hat so tief und so gut das erklärt, den Unterschied zwischen Gesetz, Religion und Gnade in Jesu Christi. Gesetz und Religion heisst, du musst deine Errettung verdienen. Du kannst Himmel verdienen. Du musst davon arbeiten mit deinen eigenen Taten. Und Gnade im Jesu Christentum heisst, du kannst überhaupt nicht verdienen. Egal was du machst, egal wie gut du bist, egal wie gut deine Taten sind, schlussendlich, es reicht nicht. Schlussendlich kannst du im Himmel, schlussendlich kannst du nicht auf die Erde mit vollkommener Macht leben. Es geht einfach nicht. Es geht nur um Jesus. Aber Religion sagt das Gegenteil. Und ich kann heute sagen, wenn ich falsch bin, dürfte ich sagen, Sabrina, bist du falsch. Ich glaube, 98%, und das ist einfach zu lieb, vom Christen leben als Sklave, indem sie denken, ich kann Liebe Gottes verdienen. Ich kann gut sie verdienen. Ich kann meine Rettung verdienen. Ich kann Gottes Segen verdienen. Ich muss arbeiten, ich muss noch mehr und noch mehr. Und irgendwann, wir Christen sind erschöpft. Müde, weil es ist so viel. Und noch mehr. Und noch mehr Dienst. Und noch mehr beten. Und noch mehr vergeben. Und noch mehr gut sein. Und noch mehr Barmherzigkeit zeigen. Weil es kommt alles von mir. Ich bin ein Christ, ich muss vergeben.
ich bin ein Christ, ich muss beten. Ich bin ein Christ, ich muss lieb sein. Weil ich lebe noch als Sklave. Aber wenn ich als Sohn und Tochter bin, es kommt nicht mehr von mir, sondern es kommt von ihm. Ich kann vergeben. Es ist nur mehr lastig, dass Michael so gut predigt. Es ist nur mehr meine eigene Leistung, sondern Gnade Jesu in mir. Und der Paul hat eine sehr strenge Zeit. Er ist ziemlich gestresst. Das lesen wir im Galaterbrief, dass er ist genervt. Und die Galater gehen wirklich auf seine Nerven und er schreibt das, weil er ist voll gestresst. Weil die haben sehr gut angefangen. Die haben Paulus kennengelernt. Sie sind mit Jesus unterwegs, so ein schöner Glaube am Anfang. Und dann sind sie auf eine andere Richtung gegangen. Am Anfang war ihre Rettung mit Jesus. Und nachher, der Grund der Rettung, war ein anderer Punkt. Und nämlich sich selber. Die Galater haben gedacht, ich kann mich selber retten. Ich bin mein eigener Gott. Wenn ich gut bin, komme ich im Himmel. Wenn ich gut tue, komme ich im Himmel. Wenn ich schön und brav bin, habe ich meine Errettung verdient. Das heisst, ich bin mein eigener Gott. Hey, ich bin kein Gott. Ich habe meine Errettung, Himmel, Gottes Gegenwart, Gottes Liebe nicht verdient. Und das ist unser Menschproblem. Wir schauen immer auf uns selber. Gut oder schlecht. Unsere Hoffnung bin ich. Und dann werden wir nur depressiert. Und das ist auch ein Problem mit Galater. Die sind die Guten gewesen. Und der Paulus schreit hier: Hört auf! Hört auf euch selber schauen. Hört auf Gott spielen. Hört auf Gott spielen. Sei endlich Christ. Du hast dich vollkommen an Jesus gegeben und an ihm dich anweisen. Es ist eine Bibelgeschichte in Matthäus Kapitel 22, Vers 1 bis 14, sehr komische Geschichte von Jesus dort erzählen. Und zwar, ein König, sein Sohn, wird heiraten. Und dann er schickt seine Diener aus, um die ausladenden Gäste zu holen. Die ausladenden Gäste, die kommen nicht. Und dann hat er gesagt, okay, ist egal, geht ihr raus, nehmt alle Leute von der Straße, die ihr findet, und sie einladen. Gut, die gehen raus, die machen das, dann die Leute auf der Straße, Arme, all verschiedene Menschen eingeladen an ein Königsfest. Und dann ist eine Person, die ist reingekommen ohne Hochzeitskleid, Hochzeitsgewand. Und der König hat es gesehen und er ist verrückt geworden. Er ist voll sauer. Er hat gesagt, du und dir Mann, die Hände und Fuß schließen und ihn rausschmissen in Finsternis. Sag, hallo. Hey, er ist einer von der Straße, was hast du erwartet? Wieso ist es so brutal, sauer auf den Mann? Was wir nicht wissen, in dieser Zeit, in dieser Kultur, ein König, wenn er hat ein Fest gehabt und er hat Leute eingeladen, hat er auch immer Kleider versorgt für seine Gäste. Egal wer das war, egal, reich oder arm, hat der König immer Kleider versorgt für seine Gäste. Wer von euch geht an der Hochzeit nächste Woche beim Corinna? Sie ist noch nicht rein. Corinna, musst du reinkommen jetzt. Okay, jetzt tue ich über dich reden. Wir haben abgeschlossen, dass du alle Kleider für deine Gäste nächste Woche versorgen und vorbereiten. Wäre schön, oder? Es ist ein so schönes königliches Kleid. Alle Gäste. So war Matthäus. So hat der König damals gemeint. So ist auch in 1. Mose Kapitel 45. Pharao gibt Kleider für den Bruder von Josef. Ich habe nachher gesehen, in dieser Tradition, ein König hat immer die Kleider gegeben. Und niemand hat durfte in seine Gegenwart kommen, ohne die Kleider. Das ist nicht gekommen. Wenn ich das erste Bild darf haben, das ist, was Jesus und Gott hat mit uns gemacht. Schau mal, er hat uns eingeladen, ja? Wir dürfen in seine Gegenwart gehen, im Fest von seinem Sohn. Und dann schickt er uns die Kleid, das Gewand,
des Glaubens. Es gewann der Liebe, der Heiligkeit, der Trennung von der Welt. Das Gewand, der mich identifiziert als der Gast, der VIP von der König. Das Tochter und Sohn von der König. Nur Sklave, nur eine Arme auf der Straße, sondern Tochter und Sohn des König, Prinz, Princess. Der ist der Gewand. Ist das richtig? Gewand. Oh, okay, ja, richtig, gut. Hey, das ist das Kleid, was der König hat uns gegeben. Und dann, einer kommt und denkt, nein, danke. Nein, das brauche ich nicht. Ich schaffe das selber. Ich mache meine eigenen Gewand. Ich mache meine eigenen Kleid. Und er kommt rein und er passt überhaupt nicht rein. Und der König sagt, hey, du Dummkopf, ich kann es nicht verdienen. Ich habe deine beste Gewand. The priceless, teuerste, aus dem Gold dir geben, die dich so aussieht, trennt von der Welt, von allen anderen, ist so einzigartig, habe ich dir das gegeben. Der Beste, den ich gefunden habe, habe ich dir das gegeben. Und du kommst mit deinen eigenen, alten, stinken, Wurst, hässlich, Taten rein. Und musst mir sagen, das ist besser, als was ich an dir gebe. Verstehst du das? Geh raus, da gehörst du nicht rein. Gott hat euch die Gewand gegeben. Und das ist gratis, Halleluja. Das ist seine Gnade. Das ist neue Identität in Jesus Christus. Mit dem kann ich in seine Gegenwart und dem bin ich nur mit Debrina, die vor 20 Jahren hat gelebt. Der Debrina in der Vergangenheit ist dann gestorben. Es ist eine neue Debrina mit der Identität vom Himmel. Der alte Debrina kann nicht im Himmel. Sie ist nie gut genug. Ich bin auch jetzt nie gut genug. Wir werden alle nie so gut sein, im Himmel hineinkommen. Aber er gibt uns ein Ticket, ein Billett. Hey, mit dem kannst du rein. Und das ist ein neues Gewand, das er uns gegeben hat. Mein Mann hat gesagt, ich werde es nicht schaffen, in 30 Minuten predigen. Ich habe gestern predigen und gesagt, Brina, das schaffst du nicht. Ich kenne dich, das schaffst du nicht. Ich schaff's. Alright. Wie kann ich Sohn und Tochter Gottes sein? Wie kann ich das machen? Ich habe 4 Punkte aufgeschrieben. Und ich gehe in diese 4 Punkte mit euch schauen. Und auch das in unserem Alltag oben, ich weiß, es ist nicht easy. Wir Menschen haben die Tendenz, immer wieder auf uns selber zu gehen. Immer auf uns selber zu schauen. Wir sind gesetzt, wir sind Gott, wir sind gut. Ich schaff's, ich mach's. Es ist eine Leistung, Kultur. Es ist so. Ich muss verdienen. So sind wir auch aufgewachsen, vom Kleinen. Gute Noten haben, Sport gut sein, arbeiten, gut arbeiten, und dann verdienst, dann kannst du weitergehen. Das ist in unserer DNA. Es ist schon ein bisschen schwierig, das rauszunehmen von der DNA. Aber wenn wir das schaffen, Halleluja, wenn wir das schaffen. Kannst du jemandem an deinen Nachbarn sagen, du hast nicht verdient. Du hast nicht verdient. Sondern Gnade ist dir gratis gegeben. Also, der erste Punkt wäre, denk, richtet deine Gedanken auf Himmels Wärts. Richte deine Gedanken auf Himmelswärts. Ich darf die ersten Slides haben. Mir betet immer, Vater, soll deine Wille geschehen, wie im Himmel auf die Erde. Oder? Aber wie sieht Himmel? Haben die eine Ahnung, wie Himmel ist? Wie im Himmel auf die Erde, wie ist Himmel? Hast du mal den Himmel gesehen? Hat jemand hier den Himmel gesehen? Wie kann ich denn beten, wie im Himmel auf die Erde? Weil ich keine Ahnung, wie der Himmel ist. Aber wir beten alle, wie im Himmel auf die Erde. Denk, wie im Himmel. Lass uns heute miteinander beten im Schluss, dass wir ein Stück vom Himmel sehen. Paulus hat das gesehen. Stefan hat das gesehen. Petrus hat das gesehen. Die hat endlich verstanden, wie der Himmel ist. Und wir sollten erst verstehen, wie der Himmel ist. Dann kann ich auch Sohn und Tochter Gottes sein. Weil er ist himmelreich. Er ist aus dem Himmel. Und wenn ich
den gleichen Gedanken haben wie Gott. Es können nicht menschliche Gedanken sein. Weil seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Gedanken sind himmlische Gedanken. Seine Taten, seine Wirken, seine Stimme ist eine himmlische Stimme. Es ist nicht von der Erde. Ich kann nicht das kapieren in meinem Kopf. Aber unsere Gedanken dürfen nicht mehr erdisch sein. Israel war 400 Jahre in Ägypten. 400 Jahre haben sie als Sklaven gelebt. In diesen 400 Jahren ihre DNA ist auch sklavisch geworden. Die sind Sklaven. Die sind nur mehr frei Männer und Frauen. Die sind nur mehr ausgewählte Nation von Gott. Die sind Sklaven. Und dann kommt Gott und sagt, ihr seid keine Sklaven. Ihr seid meine Kinder. Ihr seid meine Nation. Ich habe euch ausgewählt. Ich habe euch meinen Namen gerufen. Ich habe euch versprochen, dass ihr in dem Land kommt. Kommt raus. Und dann Israel steht irgendwo hier zwischen Gottes Stimme und dem Pharao. Der sagt, nein, ihr seid meins. Ich kann euch besitzen. Ihr seid meine Leute. Ihr kommt zurück und arbeitet für mich. Und Israel steht dazwischen und sagt, soll ich Gott hören oder soll ich Pharao? Wohin soll ich gehen? Und Gott schreit, ich will dich rausnehmen. Aber die denken immer noch wie Sklaven. Die denken immer noch wie Sklaven. Ihre Gedanken eigentlich haben sich nie geändert. Die haben immer wie Sklaven gedacht. Ich habe den Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 8. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstoßig sind. Und allgemeine Zustimmungen verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das sind himmlische Werte. Es ist nicht erdlich, es sind himmlisch. Richtet eure Gedanken auf himmlische Sachen. Und nicht auf eure selbst. Nicht auf euch, eure Gedanken, sondern auf himmlische Gedanken. Der zweite Punkt. Sprich mit Autorität. Israel ist rausgekommen. Die sind in Wüste. Und wenn ihr habt, Alte Testament mal gelesen, so 2. Mose, Numbers, 3., 4., 5. Mose, denn ein Wort kommt immer wieder. Wenn wir in Ägypten waren. Aber in Ägypten. Aber dann ist so gut gewesen. Oh, in Ägypten, wir haben gutes Essen gehabt. Oh, in Ägypten, wir sind nicht gestorben. Oh, in Ägypten, wir haben gute Leben gehabt. Weißt du das? Israel ist immer wieder zu dem Punkt gekommen, oh, in der Vergangenheit, oh, in Ägypten, so gut ist das gesehen. Ihre Gedanken, ihre Rede ist immer von der Vergangenheit gewesen. Wie gut ist das gesehen? Wie schön ist das gesehen? Ich habe noch zwei Sachen da in 4. Mose 11,5, die Israel schreit nach Gott und sagt, wir vermissen unsere ägyptische Essen. Und nämlich, und jetzt kommt eine Reihe. Und nämlich Lauch, Zwiebel und Garlic. Wenn ihr nicht glaubt, lieset. 4. Mose 11. Wir vermissen die Lauch und die Zwiebel und den Garlic, Knoblauch. In Ägypten war es so fein. Ich habe noch ein bisschen Lauch mitgenommen. Der ist ein Sklave. Ja, Simon darf schon nachher haben. Und gleichzeitig hat Gott, ich habe leider keinen Mann gefunden, die haben jeden Tag frische, schmeckt schon fein, gebackene Honigsauce Brot. Die hat vom Himmel geregnet. Stell dich vor. Gehst raus, dann musst du nicht einkaufen. Essen regnet vom Himmel. Ich nenne das Wunderregen. Es hat Wunder geregnet. Wunder geregnet. Täglich hat Wunder geregnet. Und Israel hat gesagt, wir wollen unseren Lauch. Hey, was seht ihr? Ihr habt das Brot vom Himmel. Vom Himmel.
würde alles geben, um das Brot einmal zu schmecken. Gott hat es gebacken. Gott hat es gemacht. Es kommt vom Himmel auf die Erde. Wir wollen Lachs und Zwiebel und Knoblauch. Das ist ein Sklave. Das ist ein Weg, wie ein Sklave denkt. Wie ein Sklave redet. Er redet auf die Vergangenheit. Er redet auf die Zwiebel und den Knoblauch und den stinkenden Lauch in seinem Leben. Ein Sohn Gottes sieht die Zukunft. Ein Sohn Gottes sieht die Wunder, wie er vom Himmel kommt. Viele von uns Christen sind wir unterwegs und sagen mal, oh, dieses Seminar, oh, diese große Konferenz, ich habe Gott erlebt, Halleluja. Oh, es war so schön gewesen. Am Anfang von meiner Errettung, wie ich Jesus kennengelernt habe, ich weiß es noch. Oh, der Weg, wie ich bin mit Jesus gegangen bin, Halleluja, gut für dich. Aber wie ist jetzt? Was ist mit heute? Das ist Vergangenheit. Ein Sohn Gottes lebt täglich mit Gott. Er lebt täglich Gott. Es ist nicht einmalige Konferenz, einmalige Rettung mit dem Jesus, einmalige Erfahrung. Es ist täglich Laufen mit Gott. Täglich Gott erleben. Es ist gut, dass du einmal, zweimal groß Gott erlebst, aber das ist nicht die Idee vom Sohn, Tochter Gottes sein. Die Idee ist, dass du täglich Vater erlebst. Lass uns in der Zukunft reden. Lass uns aufhören, in der Vergangenheit schauen. Oh, in der Vergangenheit. Oh, die alten Pastoren. Oh, die anderen Pastoren. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf die Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lässt, das wird im Himmel gelöst sein. Du hast die Autorität. Gott hat die Autorität gegeben. Was du sagst, deine Worte haben Macht. Deine Worte haben Macht. Du kannst heilig predigen und beten. Und machen und erleben. Du kannst Wunder predigen, verkündigen und leben. Deine Worte haben Macht. Du hast Autorität. Nicht weil du gut bist, nicht weil du begabt bist, weil du bist Sohn und Tochter Gottes. Den dritten, sieh Christus in dir. Gott nimmt Israel an dem versprechende Land in Kanaan und ein Teil von Israel sah, für die Menschen gehen rein, kommen raus, voll Zittern. Ah, wir sind gestorben. Wir sind schon jetzt tot. Oh, Ägypten. Wir gehen zurück in Ägypten. Die sind reingegangen in Jericho und haben das schöne Land gesehen. Der riesige Frucht und der riesige Essen und der gleichzeitig der riesige Männer. Und eine riesige Mauer. Und Ägypter, die Israelis damals waren wirklich klein gewesen. Also ich habe noch ein Jahr Archäologie gemacht. Und in Archäologie haben wir herausgefunden, dass wirklich Israeliten sind einer der kleinsten Männer gewesen. Also vielleicht auch nicht hoher als 1,20. Die waren klein gewesen. Und Goliath ist nicht ein grosser Mann. Er ist vielleicht 1,90, 1,80 gewesen. Aber einfach die sind einfach klein. Und die haben sich selber gesehen, wir sind so klein. Und die sind so gross. Und die Mauern sind gross. Und sogar ihr Essen ist gross. Und alles, was sie haben, ist schön und gross. Und wir sind klein. Und die haben sich selber immer als Sklaven gesehen. Wir sind die armen Sklaven. Wir sind unausgerüstet. Wir sind nicht bereit, wir sind kein Warrior, wir sind kein Kämpfer, wir sind keine Armee. Wir sind nicht ausgebildet. Wir sind schwache Menschen, wir sind Sklaven. Wir sind Sklaven. Und Kaleb, Joshua, die haben sich geschaut, die haben den Riesen geschaut, wieder sich selber, wieder den Riesen, den grossen Mann und sagen, oh ja, ich bin klein. Ich bin niemand. Ich bin nicht ausgebildet. Ich bin kein Mensch in der Armee. Ich kann nicht kämpfen, aber ich habe einen Gott, der mein Vater ist. Ich habe einen Gott, der mein Kämpfer ist. Ich habe einen Vater im Himmel, der für mich kämpft. Und in ihm habe ich den Sieg. Die haben Gott gesehen als Sohn. Den Gott gesehen. Ich habe meinen Gott, den Bub,
bei mir gehabt und er hat mit seinen Cousin gestritten. Und der Cousin ist ein Jahr älter als ihn. Und auch stärker. Also er konnte ihm schlagen. Und ich war dahinter. Und ich habe gesehen, dass sie zusammen stritten und machen. Und mein Gottesbruder hat er mich gesehen. Und er hat fast verloren. Und ich konnte ihm näher brüllen. Habe ich ihm genommen. Und fange an zu lachen. Und schaue auf den Cousin. Er redet noch nicht. Aber einfach seine Haltung. Komm jetzt. Siehst du? So ist es mit dem Vater. Wenn Probleme kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Angriffe kommen, wenn Krankheit kommt, bist du nicht der Kleine. Dein Vater ist da. Und er nimmt dich in den Arm und dann kannst du sagen, schau da. Versuch es nochmal. Joshua und Caleb haben sich so gesehen, in den Arm vom Vater. Und dann ist alles okay. Israel ist mit dem Calculator gegangen und die haben alles kalkuliert. Wenn wir das machen, haben wir ein bisschen Geld, wenig. Dann machen wir das nur, wenn wir so gehen. Da sind wir wirklich nicht ausgebildet, da sind wir nicht studiert, da kann man nicht machen. Und dann Calculation, dann kommt 0, 0 und noch mehr. Und dann Minus, die wachsen immer. Caleb und Joshua haben auch ihre Calculator, Rechner gehabt. Auf dieser Rechner ist eine Nummer gestanden. Die Unlimited. Wie nennt man das? Unendlich. Und gesagt, da sind Feinde, da sind Riesen, da ist Schwierigkeit, da ist Problem, da ist Krankheiten, da ist Angriffen und da ist Gott. Und die haben alles gerechnet. Time God. Null. Krankheit. Time God. Mal. Ewig. Er wird immer ewig. Kannst du nicht mit ewig rechnen, oder? Das ist ihr Calculator. Dann sind sie weitergegangen. Time God. Time God. Das ist ein Gedanke, das ist ein Auge, das ist eine Perspektive von Sohn Gottes. Der nicht mit seinen menschlichen Rechnern geht, der nicht mit seiner eigenen Kraft zählt, der sich nicht sieht mit seiner eigenen Fähigkeit und Begabungen und Talent, sondern schaut und denkt, nicht ich, sondern Jesus in mir. In Schwierigkeiten, nicht ich, Jesus in mir. In guter Zeit, nicht ich, Jesus in mir. In Gefängnis, ich bin nicht gsi, ist Jesus gsi. In Heilige, in Wunder, ich bin nicht gsi, ist Jesus gsi. So hat es Paulus alles machen. Am Schluss hat er gesagt, nicht ich, sondern Jesus Christus in mir. Ich habe es nicht gemacht. In der guten Zeit, in der heilenden Zeit, in der Gemeinde pionieren, in der Wunder tun, in Leute auferwecken, bin ich noch gewesen, sondern ist Jesus gewesen. In der schlechten Zeit, im Gefängnis, im Tod, im Wasser, in Krankheit, bin ich auch nicht gewesen. Ich bin nur mehr, ich bin gestorben, Jesus in mir. Und so ist auch sein Leben sich geändert. Und das ist der vierte und der letzte Teil. Leb in dauernder Beziehung mit Gott. Leb in dauernder Beziehung mit Gott. Wir haben eine alte Frau in der Gemeinde im Iran. Sie konnte nicht die Bibel lesen. Und durch sie, ich würde sagen, über 1000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Durch die eine Frau. Sie wird, wie viel Zeit habe ich noch? Nein, aber 5 Minuten. Oh, okay, ja. Yeah. Hey, das reicht. Gut. Bin ich nicht schlecht. Nehmen wir mal Matthäus, Vater unseres Gebet. Sie hat die Bibel genommen, hat ihre Tochter gesagt, kannst du irgendwo von mich markieren, eine gute Botschaft, eine Message, und das hat sie gemacht. Dann ist eben, sie ist eine ältere Dame, sie ist in einen Bus irgendwo gegangen, in der Bushaltestelle, ist der erste Bus reingestiegen, hat einen Platz gesucht neben einem jungen Mann oder Frau. Und dann hat sie Platz genommen bei der jüngeren Dame oder bei dem jüngeren Mann und gesagt, Sohn, ja. Und wir Iraner, wir sagen nie Nein an ältere Leute. Wir sind so höflich in diesem Bereich. Und gesagt, Sohn, ja. Meine Augen, die sehen nicht gut. Aha. Kannst du bitte das für mich lesen? Ja, sicher. Er nimmt die Bibel und fängt an zu lesen. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name werde geehrt. Sohn, ja. Meine Ohren, die gehören auch nur so gut. Ich bin halt. Kannst du ein bisschen Luther lesen? Ja, kann ich das. Und
unserem Vater im Himmel. Noch lauter. Dein heiligen Namen werde geehrt. Aha, ist gut. Lies weiter. Und der arme junge Mann oder Frau muss das ganze Kapitel lesen. Und am Schluss haben sie die Bibel genommen und gesagt, wer die Bibel will haben, kann ich euch eins geben. Und werden sie für die Leute beten, in den Bus rausgehen und warten sie für den nächsten Bus. Sie ist im Gefängnis gekommen. Ihr Sohn, ihre Tochter, ihr Enkelkind. Am meisten von ihrer Familie ist im Gefängnis. Ein von ihren Sohn ist immer noch im Gefängnis. Die Mutter, ich habe so viele Geschichten von ihr, aber wenn ich ihre eigene Geschichte erzähle, wenn du im Gefängnis hineinkommst für eine Verhörung, es ist sehr normal, dass die ersten 4-5 Stunden hast keine Rede, du hast mit niemandem reden, es ist psychischer Terror. Und nachher fangen sie an, mindestens 8 Stunden dich verhören, Fragen stellen und alles. Und es geht noch weiter. Und sie hat einen Termin, der Polizei, Intelligence Ministry, haben gesagt, du musst reinkommen für eine Verhörung. Wir haben gewusst, wir haben sie gebracht, wir haben für sie gebetet, wir haben sie unterstützt, dann haben wir gesagt, wir warten da, auch wenn es 2-3 Tage geht, bis du rauskommst, dann schauen wir mal, wie kann man weitergehen. Es ist reingegangen, 5 Stunden später, lauten sie an, ich komme raus. Wie meinst du, kommst du raus? Wie ist das gegangen? 5 Stunden, das ist unnormal, das passiert nie, nie. Und sie ist rausgekommen und wir nennen sie Tante, schöne Tante. Sie ist sehr hübsch. Für ihr Alter ist so eine Hübsche. Und wir nennen sie einfach Tante Hübsche. Tante, was ist denn passiert? Die haben mir gesagt, ich darf nur mehr evangelisieren. Und dann habe ich sie erzählt, wie ich Jesus kennengelernt habe. Und ich habe erzählt, wie ich Nierenprobleme hatte, aber keine Atem gefunden, was das Problem ist. Und dann habe ich gebetet und während dem Gebet hat Jesus mir gezeigt, was das Problem ist. Und dann konnte ich zum Arzt gehen und der Arzt hat das Problem gefunden. Und ich konnte das operieren und rausnehmen. Und der Arzt hat mir erzählt von Jesus und der Arzt hat sein Leben Jesus gegeben. Und ich habe meine Kinder erzählt von Jesus. Eine von meiner Tochter war auch im Spital gewesen. Und während der Nacht hat sie Jesus getroffen und Jesus hat sie geheilt. Und sie und ihre Familie haben Jesus erkannt. Und dann ist mein Sohn, der ist mit Drogen gewesen und ihm habe ich erzählt. Und sie geht weiter mit der ganzen Familie, sie hat eine riesige Familie. Und die Polizei hat gesagt, ist gut, gut, gut für dich. Es ist so schön, dass du so Jesus kennst. Aber darfst du nicht von dir Jesus erzählen? Und sie sagt, ihr versteht nicht. Ihr kapiert das nicht. Wie kann ich das noch erzählen? Du, ich hatte Nierenprobleme und dann habe ich noch gebetet und während der Nacht hat Jesus mir gezeigt, wo die Nierenprobleme ist. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und den Arzt habe ich erzählt, wo die Nierenprobleme sind. Und sie hat die ganze Geschichte wieder erzählt. Und der Pastor sagt, ja, das haben wir verstanden. Du hast aber bitte nichts weiter erzählen. Halt bei deiner Familie. Bei meiner Familie? Nein, ich habe noch nicht verstanden. Ich hatte Nierenprobleme. Und dann habe ich gebetet und während der Nacht Jesus ein Problem gezeigt und bin zum Arzt gegangen und so hat wieder das Problem erzählt. Und ich habe gesagt, wie kann ich mit Jesus, der mit A und O alles ist, verleugnen? Ich bin mit Jesus eins. Er ist in mir. Er ist meine Identität. Ich bin alles, was er ist. Wie kannst du mir sagen, tust du dich selber verleugnen? Wie? Wie geht das? Und sie hat die Geschichte wieder erzählt. Und dann habe ich gesagt, okay, stopp, geh raus. Wir müssen nicht mit dir gehen raus. Und dann nach fast einer Stunde Verhörung ist sie rausgekommen. Und das ist Leben mit Jesus. Die Frau hat verstanden, wer sie ist in Jesus. Sie hat verstanden, wer sie ist in Jesus. Sie hat nicht eine Bibel lesen, sie hat die Bibel ganz durchgelesen. Und dann haben die Leute von ihr gelesen. Und die Tochter und die Leute auf der Straße, sie finden immer Leute, lies die Bibel für mich. Sie hat verstanden, wer sie in Jesus ist. Sie ist eine Tochter Gottes. Jesus ist in ihr. Im Gefängnis, in Schwierigkeiten, in Verfolgung. Es ist halt ein bisschen, ehrlich gesagt, einfacher zu sagen, schwarz oder weiß. Sterben und leben. Entweder muss ich mich wirklich verleugnen und sagen, ich lebe nur mehr, sondern Jesus in mir, oder es geht nicht. Aber ich glaube, da ist das auch möglich. Zu sagen, ich kann nicht Christ spielen. Schau mal, wir können nicht Christ spielen. Wir können nicht beten, nicht prophetisch reden, unsere Gaben nicht brauchen. Es geht nicht.
wir können Christ spielen, wir müssen wirklich Christ leben. Und Christ leben heisst, dich selber verleugnen und Jesus in dir nehmen. Nächstes Mal, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, kannst du von Jesus mir erzählen? Tust du nichts an Michael schicken? Tust du nur sagen, ich bin kein Prediger, ich kann nicht gut Jesus verkündigen. Michael, mein Bruder macht das viel besser. Komm, komm da rein. Oder wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich bin krank, kannst du für mich beten? Ich bin kein Heiler, ich habe die Gabe nicht. Geh zu meiner Schwester, sie kann das besser. Nein, du bist Sohn und Tochter Gottes. Du musst beten, du musst reden. Nicht, weil du die Begabung hast, nur weil Michael die Begabung hat, nur weil er der Heiler ist oder du bist Prophet, sondern weil Jesus lebt in dir. Es geht nicht um dich. Komm, sag an jemanden in deinen Nachbarn, es geht nicht um dich. Es geht um Jesus in dir. Es geht nicht um dich. Hör auf dich selber schauen. Hör auf mit deinen eigenen Leistungen und Angst und Zweifel und alles dein christliches Leben leben. Fang an, Jesus in dir zu sehen. Fang mit der Beziehung mit dem Vater, die täglich ist. Es ist nicht einmal am Sonntag, es ist täglich. Es ist täglich mit Gott leben. Täglich deine Begabung brauchen. Täglich mit Jesus laufen. Alle, Roma Kapitel 8 sagt, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Tochter. Wer leitet dich? Deine eigene Angst? Deine eigene Zweifel? Deine eigene Furcht? Deine eigene Glaube oder Kleinglaube? Deine eigene Fähigkeit und Talent? Wer leitet dich? Was ist deine Leitung potenziell? Deine eigene Weisheit, deine eigene Timing, deine eigene Gerechtigkeit oder Geist Gottes? Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben musstet. Er hat euch zu Sohn und Tochtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich werde noch das Worship-Team auf der Bühne bitten. Und dann würde ich euch ermutigen, in der Werezeit, Worship-Zeit, macht euch Gedanken, was fühlt, was leitet mein Leben? Geist Gottes oder meine eigenen Gedanken? An was bin ich angewiesen? An was bin ich so abhängig? In Gottes Weisheit oder meine eigene Weisheit? In Gottes Gerechtigkeit oder meine eigene Gerechtigkeit? Ich bin abhängig in Gottes Kraft, wenn ich schwach bin. In Gottes Macht, wenn ich zu kurz komme. In Gottes Hand zu wirken, wenn meine Hand zu kurz ist. Oder schaue ich immer auf mich selber? Ich bin angewiesen an Gottes Timing, Gottes Programm, Gottes Arbeit oder meine eigene Timing, meine eigene Plan, meine eigene Programm. Wer leitet mein Leben? Auf dem, um was bin ich abhängig? System, Sozialsystem, Bank, Finanzen von der Welt oder schaue ich auf meinen Papi im Himmel? Darf ich noch das erzählen? Ich habe in der Schweiz als Asylantin gewohnt vor ein paar Jahren, wenn ich wirklich wenig Geld habe. Sehr wenig. Und ich weiss, habe ich dann gleichzeitig in den Kindergarten geschafft. Das war ein Teil von unserer Arbeit als Asylanten. Und ich konnte Englisch lernen. Und an einem Tag sind unsere Kindergartenkinder zu mir gekommen und haben gesagt, Frau Beth, damals haben sie noch Beth geheißen. Frau Beth, ja, sind Sie reich? Sind Sie reich? Wieso? Und ich bin wirklich nicht reich gewesen. Ich hatte kaum 5 Franken in der Tasche für den ganzen Monat. Es ist mir wirklich so schlecht gegangen. Und es ist einer von diesen Tagen, da habe ich gesagt, ey, ich brauche Geld. Und dann gehe ich in den Kindergarten und sage, Frau Beth, sind Sie reich? Ja, wieso? Sie sehen so reich aus. Und weißt du, was habe ich gesagt? Du, ich bin nicht reich. Aber mein Papi
ich stinkreich. Ich habe einen Papi, der so reich ist. Er hat ein Schwimmbad in dem Haus. Er hat alles. Und das stimmt. Wir haben einen Vater im Himmel. Der ist reich, Halleluja. Er ist stark. Er ist allmächtig. Er ist der Vater vom Himmel auf die Erde. Er hat alles. Egal, ob ich reich bin oder nicht. Egal, ob ich stark bin oder nicht. Egal, ob ich fähig bin oder nicht. Egal, ob ich gut tue oder nicht. Er versteht, er ist gut. Er ist der Beste. Und er lebt in mir, Halleluja. Und er lebt in dir. Lass uns von Gott kommen und wirklich das Sklavengedanken, die Lauch- und Brotgedanken von Gott bringen. Was ist mein Lauch? Was ist meine Vergangenheit? Was ist meine gefassene Gefängnis im Leben? Was kann ich abgeben? Und sagen, Herr, ich will wirklich als dein Sohn, als deine Tochter leben. Reden, denken, sehen. Ich will deine Sohn und Tochter sein. In Vollkommenheit.